Die Ebenen finden wir in einem separaten Fenster. Die Reihenfolge der Ebenen bestimmt, was zu sehen ist. Mit den Ebenen kann man seine Werke getrennt aufbauen, um Elemente separat bearbeiten zu können. So könnte man zum Beispiel Text vom Hintergrund trennen, um die Formatierung jederzeit ändern zu können. Die Ebenen bleiben lediglich im PSD, im Photoshop-Format erhalten. Bei der Ausgabe in verschiedene Formate wie zum Beispiel JPEG werden die Ebenen zusammengefasst. Die Ebenen können sich gegenseitig über den sogenannten Mischmodus beeinflussen. Hierbei lässt sich zum Beispiel eine Färbung vornehmen oder Effekte überblenden. Ebenenstile lassen sich durch einen Doppelklick aufrufen und hinzufügen. Ebenenstile können zum Beispiel Schatten oder eine Kontur sein und lassen sich vielfältig einsetzen. Eine neue Ebene zum Zeichnen oder zum Einfügen erstelle ich mit einem Klick auf das Plus. Auch der Name lässt sich ganz leicht ändern, indem ich auf den Namen klicke.